PC Games Hardware bei Asus. Wir haben jetzt hier das neue Transform-Pad vor uns. Das war ehemals unter dem Namen Infinity bekannt. Wurde wegen Rechtsstreitigkeiten leider fallen gelassen. Das hat einen Tegra 4-Prozessor und wirbt mit der Tauglichkeit für 4K-Videos mittels GPU-Beschleunigung. Da ist ja eine GeForce drin mit 72 CUDA-Cores. 4K wird in dem Fall nicht nativ dargestellt, denn wir haben in Anführungszeichen nur 2560x1600 Pixel. Und ja, trotzdem ist das ein sehr schönes Gerät, denn man kann es, wenn man diesem Knöpfchen hier zieht und am Display rüttelt, zu einem Pad transformieren. Ansonsten ist das ein kleines Notebook, Sub-Notebook oder Netbook, wie man sieht. Schönes Teil, doch wertig verarbeitet und ist angenehm leicht, wobei eindeutig das Display die schwere Komponente ist. Und man sieht, es ist auch ein Glare-Display. Man kann also halb Berlin im Hintergrund sehen. Für einen Auto-Einsatz ist es vielleicht nicht geeignet. Alles Weitere werden wir dann im Test